Hi, willkommen zurück zu Final Fantasy X HD. Im letzten Part haben wir uns Yojimbo gekrallt, eine optionale Bestia, der etwas abseits des Hauptweges liegt. Man musste hier in den Talgrund. Ja, Yojimbo ist der einzige Grund, warum man da hingehen braucht. Und man findet irgendwas für Aurons perfekte Waffe, aber das hole ich mir jetzt nicht, weil ich die halt nicht brauche. Sometimes Yuna would just stare off into the distance. I finally understood why. She was saying goodbye to the places she'd never see again. So, weiter geht's jetzt mit einer kleinen Veränderung. Von der grünsten Ebene geht's auf den Berg Gagazet und hier schneit es. Rico wird wahrscheinlich eiskalt sein mit ihrer kurzen Hose. Ach, was wollt ihr denn schon wieder? Primas ist auch hier. Summoner Yuna and Guardians, leave here at once. Gagazet is Ronso land, sacred mountain of Yevon. The mountain will not bear the footsteps of infidels. Enemy of Yevon? Is enemy of Ronso! Leave, traitors! I have cast aside Yevon. I follow the temple no more. Then you will die by those words. So be it. Yevon has warped the teachings and betrayed us all. Nothing but a bunch of low-down tricksters, eh? Yeah! 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 We have no regrets. Blasphemers! Kimara, der ist ein bisschen größer als du. A summoner and her guardians. Lord Kel'Gronso, if I may. Have you not also turned your back on Bavel? But still, you guard Gagazet as a Ronso, not a maester. Yuna is much the same. Elder Kelk, let Biron rend them asunder. No escape, not one. No, we will not flee. We will fight and continue on. You have been branded a traitor, but still you would fight sin. Lost to the temple, hated by the people, yet you continue your pilgrimage? Everything lost. What do you fight for? I fight for Spira. The people long for the calm. I can give it to them. It's all I can give. Defeating sin, ending pain. This I can do. Even sacrificing yourself. Ronso, let them pass. Summoner Yuna. Your will is stronger than steel. Tempered steel that even the mightiest Ronso could not hope to bend. Yuna, we bow to your will. Now go!
The sacred heights of Gagazet welcome you. We thank you. Okay, gibt doch keinen Stress mit den Ronsos. Dann können wir ja weiter. Die können die Guardos von mir aus aufhalten, die uns verfolgen. Das ist jetzt schon wieder. Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimari not pass! Kimari shame, Ronso brothers. Kimari forget his birth. Forget his people, forget his mountain. Little Ronso, weakling Ronso. Mountain hate the weak, hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget. Kimari never beat Brother Biran. Never win. This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronso thing? Kimari problem. Biran, rend you asunder! Hornless! Hornless! Ja, wir kämpfen mit Kimari alleine gegen Biran und Jenke heißt der andere, glaube ich. Und ja. Der Kampf ist nicht allzu schwer, weil ihr seht schon, die haben relativ wenig. Aber was sehr, sehr nützlich ist, ist. Man konnte ja von Monstern mit Kimari Dragonik lernen und alle Zauber, die einem noch fehlen, kann man von Jenke und Biran bekommen. Aber man bekommt die, glaube ich, nicht immer. Das ist ein bisschen von Zufall abhängig, oder? Ich weiß es echt nicht mehr genau. Ich kriege auf jeden Fall keine gerade. Oder müssen die so getrennt stehen? Das weiß ich gerade nicht. Ich probiere es jetzt nochmal. Immer noch nicht. Ich gehe mal auf den anderen. Vielleicht habe ich alle schon, die Janke kann. Aber man kann auf jeden Fall von allen welche bekommen. Ja. Wirbelkick haben wir jetzt gelernt. Das heißt für mich wahrscheinlich, dass ich die Jenke kann schon beherrsche. Das heißt, den können wir platt machen. Weak Ronso should know their place. Gar nicht wahr, der kann Himmelswind. Dann müsste Kimari das eigentlich lernen können. Von dir. Ja. Den setzen wir gleich mal ein, weil Himmelswind ist relativ nützlich. Halt die HP nämlich. Damit haben wir eine Art Recovery. So, gucken wir mal. Hat Jenke noch was? Sieht nicht so aus. Ich kann auch, glaube ich, mit Analyse gucken, was wer hat, ne? Kann nicht mehr mit Bodyguard beschützen, wenn er sich mit Tackle vom Biran entfernt hat. Wendet einmal Himmelswind an, wenn er genug Schaden erlitten hat. Mehrere Feindtexter lernbar. Ja, mal welche? Ja,
Er benutzt ja die ganze Zeit welche. Ich glaube, er hat keine mehr. Deswegen gehen wir mit Dragonic auf Beyond. Explodieren erlernt. Das sollte ich jetzt nach Möglichkeit nicht einsetzen. Weil damit opfert man sich selber. Too slow. Okay, die müssen sich erst wieder trennen. Ja, toll. Dann benutze ich einmal Himmelswind. Warum bezauber ich eigentlich die ganze Zeit nicht Hast auf Kimari? Bin ich doof? So, dann können wir mal gucken. Solange die halt nicht gepennt sind, brauche ich sie so nicht angreifen. Jenke scheint nichts mehr zu haben. So, jetzt gehen die voneinander weg. Ein Hit noch, dann ist er weg. Das kann ich jetzt auch, glaube ich, riskieren. Zack, tschüss. So, jetzt gucken wir... Ja, erst heile ich mich. Obwohl. Erst mache ich Dragonic. Und dann kriege ich ja die Ex-Karte leicht gefolgt. Genau. Todesurteil. Gelernt. Aber dem... Der bringt im Bosskämpfen nichts. Die meisten Bosse sind halt gegen... Oder gegen Todesurteil immun. Okay, Tobsucht, das heißt, sein Angriff steigt. Aber gucken wir mal, hat er noch was zum Lernen? Ich mach's noch einmal. Ich denke, er hat nichts zum Lernen. Und noch einmal. Nee, anscheinend nicht. Holy shit, der macht viel Schaden mittlerweile. Kann ich mir das nochmal erlauben? Ne, ich setze ein Highlight-Item ein. Ich bin Schisser. Siebenhundert. Einmal High Potion noch zur Sicherheit. So, und 800 und das war's. Wie gesagt, der Kampf ist ziemlich einfach. Und hat jetzt sich nur so in die Länge gezogen, weil ich ein paar Techniken noch saugen wollte. Vor allem der Himmelswind, der ist einigermaßen nützlich. Strong is Kimari. Biran. Is happy. Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biran. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner, we Ronso will stop pursuers from temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies. Following behind! Kimari crushed enemies standing before. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ronso will shine your statue brightest! Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ronso will make... With grand horn on head. That
would be wonderful. Juno mit dem Horn. Das ist ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte. I wanted to see Yuna's statue too, but I wanted to see it with Yuna by my side. Summoner Yuna! Ach, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? What is it this time? So. Sind die Störungen vorbei? Kann ich weiter? Danke. Father, give me strength. Ach, die Fakirbisse habe ich keinen Bock. Die sind ein bisschen zäh. So, den Be- Oh, kommen die Viecher ständig hier oder was? Muss ich gleich Yuna aus der Gruppe wegnehmen, damit Tidus und einen langsamen Charakter reinstufen, damit Tidus immer und Schuss benutzen kann. Ah, ich muss mich hier auch ein bisschen umsehen. Weil hier gibt es etwas Bestimmtes, was mir nicht durch die Lappen gehen darf. Hat was mit Oren zu tun. Wir haben ja diese Spheroiden in einen Partner gesammelt. Not much has changed in 10 years. Und einen konnte ich halt nicht finden und also aussammeln, weil der hier auf dem Berg Gagazet ist. Und das ist dann der 10. und der sorgt dafür, dass Oren seinen 4. Ekstaseangriff erlernt. Und da ist er auch schon. Hello, Yuna. I hope you are well. I wonder how old you are now that you're watching this sphere. You must be very beautiful, like your mother. I wish I could see you. Oh, by the way, Jekt and Oren send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey, but I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna, when you have grown, you will have to find your own path. Do what you must do the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Yuna. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. Jack muss sich auch ganz schön am Frieren sein, so wie der rumläuft. Ah, und da haben wir Cypher. Das ist der letzte Angriff von Oren. Der ist halt
nützlich, weil der auf mehrere Gegner geht. Mal gucken, wann wir den in der Aktion sehen. Kilo ist ein Zorn, das ist mir egal. Ich fliehe ein bisschen öfter, damit wir schneller vorankommen. Dafür habe ich ja das Grind in der stillen Ebene auch gemacht. Aber ich sollte echt Yuna dann von vorne wegnehmen, wenn ich die so immer ohne Schuss benutze. Und sie lernt Barmherzigkeit als Exalt-Technik. Ich töte die Exalt-Liste immer, wenn sie Heilzauber anwendet. Boah, und der Monsters. Also die Monster, die hier ständig auftauchen. Ich gehe 2-3 Schritte und es kommen neue. Das ist echt nicht schön. Ich muss da lang, ne? Ne, das ist nicht der Kacke. Alter! So, und jetzt nehmen wir auch Yuna da mal weg und machen Lulu da rein. Die ist definitiv langsamer als Tidus. Dass Tidus immer der Charakter ist, der als erstes agiert. The mountain itself is the trial. Ja. Das ist richtig. So oft wie hier Zufallskämpfe kommen. Sicherheitsband, das ist glaube ich eine Rüstung für Auron. Auf jeden Fall nicht den Aufwand wert, den ich da betrieben habe, um dahin zu kommen. Also die Encounter-Rate, die ist auf dem Berg Gagaset furchtbar. Man geht 2, 3, maximal 4 Schritte Zufallskampf. 2, 3, maximal... Wait, ich gehe falsch, ne? Ich gehe nach hinten, ne? Aber das Spiel ist ja leider noch auf einer Zeit, wo es gang und gäbe war, dass es Zufallskämpfe gibt. Und vor lauter Labern habe ich die Orientierung verloren. Plack. Von da bin ich gekommen, das heißt, ich muss dahin. Ich bin doch richtig gelaufen. Ah, Hinterhalt. Hinterhalt ist natürlich jetzt ein bisschen assi. Weil das von Schaden eigentlich geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe... Ne, ich bin richtig. Das ist der Gehilfe von Oraka. Und den muss ich unbedingt aussuchen. Greetings, Lady Yuna. My name is Wants. We have met several times before, right? Not running today? I have to carry on my brother's business. You've met him, I think. Oraka the 23rd, merchant extraordinaire. Wait, you're that guy's brother? My brother wanted to come help Lady Yuna, but the temple imprisoned him for helping traitors. Yeah, in Bevel haben sie ihn dann wahrscheinlich einkassiert. He doesn't regret it though. In fact, he told me before they took him, don't worry about me, just go help Lady Yuna. But why would your brother do this for us? Well, hey, this isn't the time for talking. There's dealing to be done. Welcome to O'Walkers.
Ja, wir haben halt einen Bosskampf vor uns, wofür wie ein bestimmtes Item unbedingt notwendig ist, und zwar Weihwasser. Warum, wieso, weshalb, das führe ich dann aus, wenn das soweit ist. Aber ohne Weihwasser kriegen wir ziemlich auf den Sack, das kann ich schon mal garantieren. I will be sure to keep your brother in. He's doing the same for you, Lady Yuna. Thanks. Alter, warum krieg ich jetzt die ganze Zeit Hinterhalte? Das ist doch scheiße! Ich will halt noch unbedingt bis zum Selfmoon kommen. Deswegen fliehe ich auch die ganze Zeit, weil ich weiß, wenn ich kämpfe, würde ich 1,40 bzw. 50 Minuten Part hier haben. Bis zum Selfmoon dürfte es aber jetzt nicht mehr so weit sein. Hinterhalt? Nee? Oh, Wahnsinn. Die Encounter Rate ist echt zum Kotzen. Aber da müsste jetzt gleich der Feuerbund kommen. Glaube ich, hoffe ich. Da kann ich mir doch ein Item abwerfen, aber das ist mir gerade egal, weil mich die Zufallskämpfe gerade abfacken. Endlich, Save Point. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part erklimmen wir den Berg dann zu Ende. Bis dahin und ciao.